liebe Freunde. Grüße zum Video Stadt und Sparen, Energiesparvideo, wie ihr Energie sparen könnt. Und zwar habe ich hier ein Modem. Das hatte ich schon 10 Jahre, dachte ich nachher mal an. Und seit 4-5 Monaten, immer wenn ich abends nach Hause gehe, zu meiner Freundin gehe und komme erst um 11-12 Uhr wieder, mache ich hier Strom aus. Und dann ist das Modem aus. Und wenn ich ankomme, mache ich wieder an. Dann spart man bestimmt so 20 Euro im Jahr an Strom. Bestimmt ein Atomkraftwerk in ganz Deutschland mit einem Modem nachts ausmachen. Zwar der Nachteil, ich kann keine Anrufe entgegennehmen, aber nachts rufen sie so keine an. Und wer nicht mit Hand schalten will, kann auch mit im Büro kann man es auch machen. Mit so einer Uhr, Zeitschaltuhr. Und da kann man einstellen, abends um 8 Uhr oder 7 Uhr im Büro oder zu Hause oder zu Hause 12 Uhr geht es aus und automatisch um 6 Uhr oder 7, 8 Uhr geht es wieder an. Dann braucht man gar nichts machen. Auf jeden Fall ist das Modem nachts aus, macht keinen Elektrosmog. Das geht ja manchmal durch die Wände, ins Nachbarschlafzimmer, wenn da eins ist. Und auf jeden Fall spart man ein Atomkraftwerk in Deutschland. Und für jeden sind das ungefähr so 20 Euro. Okay, das ist mein Energiespartipp. Modem nachts ausmachen, spart ca. 20 Euro oder ein Atomkraftwerk. Okay, ciao, Kakao.